jetzt alle ohne. Mit Dominosteinen spielen ist ein schöner Zeitvertreib für Timo und seine Mutter. Seit 4 Monaten kommt der 7-Jährige regelmäßig in die Universitätskinderklinik nach Ulm zur Chemotherapie. Timo leidet unter einer speziellen Form der Leukämie. Ob eine Chemotherapie erfolgreich ist, das hängt unter anderem davon ab, ob es gelingt, die Tumorzellen dazu zu bringen, Selbstmord zu begehen. Dieser programmierte Zelltod wird auch Apoptose genannt. Professor Klaus-Michael Debatin ist nicht nur Direktor der Kinderklinik und Dekan der medizinischen Fakultät, sondern untersucht auch im Rahmen der International Graduate School in Molecular Medicine Ulm die Apoptose. Sie verläuft wie eine Kettenreaktion. Die Apoptose ist wichtig, weil sich dabei kranke oder defekte Zellen selbst zerstören. Doch manche Zellen lassen sich nicht zerstören. Die Kettenreaktion bleibt hängen. Unter dem Mikroskop sehen abgestorbene Zellen wie die beiden oberen blauen Zellen aus. Die einzelne Zelle hier ist gerade am Absterben. Sabine Karl ist Doktorandin an der Graduiertenschule. Sie schaut sich die Rolle eines speziellen Proteins im Sterbeprozess der Zelle an. In meiner Arbeit bin ich daran interessiert, ob dieses Protein angreifbar ist und wir somit, wenn wir dieses Molekül spezifisch inhibieren, die Signalkaskade in den Tumorzellen wieder zum Laufen bringen, sodass wir, wenn wir nachher mit einer Chemotherapie die Tumorzellen behandeln, die Tumorzellen in die Apoptose leiten, das heißt, dass sie nachher sterben effektiv. Ein Ziel für die Zukunft ist es, dass Patienten wie Timo eine Chemotherapie bekommen, die individuell auf ihren Krankheitsverlauf abgestimmt ist. Deshalb ist für Klaus-Michael Debatin die Zusammenarbeit zwischen Klinik, Labor und Graduiertenschule so immens wichtig. Der Arzt, der hier auf Station arbeitet, Patienten behandelt, in einem Umfeld, in dem er weiß, 50 Meter entfernt im Labor, werden die Zellen des Patienten, zum Beispiel Leukämiezellen, in einem Modell untersucht. Das ist auch für den Arzt sicherlich eine Inspiration und ein Ansporn. Deshalb ist diese Verzahnung von Grundlagenforschung einerseits und Klinik andererseits eine ganz wichtige Strategie für die Zukunft. An solchen zukunftsweisenden und interdisziplinären Projekten mitarbeiten zu können, ist vor allem für die Nachwuchswissenschaftler in Ulm ein großer Vorteil. Die Förderung der jungen Forscher steht stets im Mittelpunkt. Das macht auch die kleine Uni in Ulm attraktiv für internationale Studenten. Klein ist fein. Eine Universität, die klein ist, ermöglicht es, über kurze Distanzen hinweg zu kommunizieren. Die Leute treffen sich. Sie können aus unterschiedlichen Standpunkten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein und dasselbe Problem eingehen und diskutieren. Und insbesondere auch internationale Studenten, Doktoranden können in einem gemeinsamen Gespräch Probleme lösen und angehen. Die Studierenden schätzen an der Graduiertenschule ihre speziellen Angebote wie Mentorate-Programme, Training in Schlüsselkompetenzen und Fördermaßnahmen für Doktoranden mit Kindern. Außerdem gibt es eine Reihe internationaler Austauschprogramme mit Universitäten in den USA, Italien und Finnland. Dazu kommt das fachliche Themenspektrum in Ulm. Die Bandbreite umfasst alles rund um Zellen. Gleich mehrere Arbeitsgruppen interessieren sich für den Alterungsprozess von Zellen und somit für das Altern von uns Menschen. Dabei geht es auch um Alterungsprozesse, die nicht mit dem bloßen Auge erkennbar sind, wie etwa bei den Fibroblasten, den Bindegewebszellen. Besondere Bedeutung bei der Zellalterung haben auch adulte Stammzellen und die sogenannten Telomeren. Man weiß mittlerweile, dass in fast allen Körpergeweben sogenannte adulte Stammzellen vorkommen und dass diese Stammzellen im Alter an Funktion verlieren. Und das scheint wichtig zu sein für das Nachlassen von Regenerationsfähigkeit und Gewebeerhalt. Und eine Ursache dafür ist die intrinsisch in den Stammzellen die Verkürzung der Telomere. Jede Zelle besteht aus vielen Chromosomen. Wenn man sich Chromosomen als Schnürsenkel vorstellt, dann sind die Telomere die Endteile, also der Plastikring am Schnürsenkel, der die Chromosomen schützt. Teilt sich die Zelle, dann werden die Enden immer kürzer, wie hier die roten Punkte zeigen. Wir gucken vor allem nach der Telomerlänge. Und wie man hier schön sehen kann, haben wir schöne Spots an den Chromosomenenden. Wobei hier aufgetragen die Telomerlänge von jung bis alt, wir einen deutlichen Schwund der Telomerlänge erkennen können. Das heißt, während des Alterns verkürzen sich die Telomere. Ob Alterung, Krebsforschung oder Stammzellforschung, die Graduiertenschule für Molekulare Medizin deckt alle Bereiche ab.
Es sind die großen Zukunftsthemen der Forschung, die die Wissenschaftler in Ulm lösen wollen.